Hallo zusammen und willkommen zu einem wundervollen, echt, ich freue mich voll, ich muss das jetzt ganz schnell drehen, neuen Video hier bei eHio. Ihr seht hier schon Zeug liegen, es steht unter mir ein Riesenkarton und ich freue mich, ihn mit euch auspacken zu können. Er muss jetzt ein paar Tage stehen, weil ich hab kein Zeug gehabt, ein Video zu machen und ich will es mit Video auspacken, damit ihr seht, was ich bestellt habe. Ich zeige euch mal, was ich hier habe. Ich habe hier PLA-CF von Bambulab. Und ihr habt es ja eh schon im Titel gesehen. Ich habe ein Bambulab X1 Carbon AMS Combo bestellt, weil das ist gerade im Black Friday Sale. Also es war jetzt gerade das Video, wenn es kommt, ist es eh schon wieder rum. Ich habe den jetzt im Black Friday Sale gekauft. 1300 Euro, glaube ich, mit ein bisschen Filament dazu. 1500 alles in allem. Und ich habe zwei Rollen, also zweimal ein Kilogramm Filament gratis dazu bekommen. Werbesendung sage ich explizit dazu. Ich habe ihn selber für mein Geld gekauft, also nichts gratis, Leihgabe. Habe ich angefragt, die haben sie nicht mal gemeldet drauf. Also kein Feedback, gar nichts. Ich habe PLA Carbonfaser verstärkt in Royal Blue gratis dazu gekriegt, also das da. Und ich habe ein PLA Sparkle, also so mit Glitzereffekt gratis dazu gekriegt. Also auch nochmal 50 Euro gratis, 50, 60 Euro gratis dazu. Zum Drucker, der an sich auch knapp 200 Euro günstiger war. Ihr seht jetzt erstmal, ich glaube, meinen neuen Schreibtisch, wie das hier ausschaut, mit Greenscreen für meine Streams, die ich auf Twitch mache jeden Mittwoch. Denn das Ding ist riesig. Ich zeige es euch mal, es ist riesig, es ist schwer. Und ich habe überhaupt keine Ahnung, wo ich denn das Teil überhaupt, wo ich das Video machen soll. Draußen schneit es bei uns. Ne? Jetzt kann ich es auch nicht draußen machen, wie ich früher mal Videos gemacht habe. Also habe ich mir jetzt hier einfach ins Eck gesetzt. Und wir packen es jetzt einfach hier mal zusammen aus. Schauen, was drin ist. Und versuchen, das Ding dann auch in Betrieb zu nehmen. Da stehen zwei Aufkleber drauf, die so viel bedeuten wie: zieh mich hier an dieser Plastiktasche raus. Das machen wir jetzt auch. Schwer, 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 schwer. So, das ist da schon mal der X1 Carbon. Wir schauen aber noch schnell weiter, was sonst noch drin ist. Ein bisschen Filament haben sie mitgeliefert. Oh, da haben sie auch noch mal PLA mit Carbonfaser verstärkt drin. 90 Meter, dann PLA Basic und noch eine Rolle Support vor PLA. 0,25 Kilo. Ich muss ja kurz dazu sagen, ich habe so ein bisschen 3D-Drucker-Affinität. Und zwar habe ich damals, 2013, bei der allerersten MakeMumic, wurde ich angerufen vom Karim und der hat gesagt, bitte, bitte, bring deinen 3D-Drucker mit, unbedingt, wir brauchen 3D-Drucker. Damals gab es noch nicht so viele. Und wer mich kennt, ich habe irgendwo ein Aufbauvideo, ich habe ein Original RepRap Pro aus England damals gekauft. Und ich war so zufrieden mit dem, aber halt auch nicht so 100% zufrieden. Schauen wir uns das Ding mal an, es ist elendiglich schwer und es hat gefühlt 5 Millionen Transportsicherungen. Jetzt habe ich überall Kleberreste drauf. Jetzt bin ich schon wieder total frustriert, weil ich überall Kleberreste drauf habe. So ein bisschen Infos dazu. Ich habe mir den Bambulab X1 Carbon Drucker bestellt. Das ist die höchste Variante, wo man auch Carbon drucken kann. Und der hat rundum Alu. Also wirklich aus Alu. Das war für mich so der Punkt, wo ich gesagt habe, ich will einfach ein schönes, tolles Gehäuse drumherum haben. Ich mag nicht irgendwie so ein Plastikzeug. Und deswegen Carbon. X1 mit Alugehäuse. Ah, Quick Start Guide. Da wäre eine Schnellstartanleitung drauf. Das Zeug ist im Übrigen richtiges Glas. Ne? Also die haben da echtes Glas drin. Nicht irgendwie so Plexiglas. Nein, das ist richtiges Glas. Ich kann da auch mit dem Cuttermesser drüber schneiden, ohne dass es kaputt macht. Das ist aber schon edel. Guckt es euch mal an. Da spiegelt sich sogar der Hajo drin. Seht ihr das? Und da oben mit Schaumgummi drin. Damit das richtig schön, ist das edel und schön. Dann schauen wir mal, hier ist ein Haufen Zeug drin. Ein Kartönchen mit einem Klebestift. Den braucht man, wenn irgendwas nicht auf der Platte kleben bleiben sollte, braucht man einen Klebestift. Ein Top, keine Ahnung was, ein Extruderteil. Muss ich das Ding noch zusammenbanden? Das ist doch wohl fix fertig, oder? Da ist auf jeden Fall irgendwie ein Extruder dabei. 0,4er Düse. Dann ist ein Stromkabel dabei. Es ist ein Kabel für die vermeintliche AMS, würde ich mal tippen, dabei. Dann gibt es hier das Display. Der X1 Carbon hat nämlich das große Display. Und dann ist hier noch eine Tüte mit einem Haufen Kleinteile. Schrauben, Lubrikant, Grease, also Fett. Plus Clips, noch mehr Schrauben. So Abwischer fürs Filament. Und ganz unten drin, hoppala, habe ich da irgendetwas? Ups. Moment.
da habe ich gerade was rausgenommen. Ah, okay, es ist nur ein Schutz. Da ist eine ultimativ dünne Nadel dabei, mit der man die Düse wahrscheinlich freimachen kann. Und zwei kleine Inbusschlüsselchen. Dann kommt das AMS dran. Das AMS ist verpackt mit Staugummi. Vielleicht nicht ganz so deutschlandfreundlich. So, warum geht das nicht raus? Das ist da unten geschraubt. Sind überall so rote Pfeile drauf. Da unten stellt man gleich sicher, dass keine Minderjährigen zusammen auseinanderbauen können, weil die gar nicht so lange Arme haben, dass man da runterkommt. Und schon geht das AMS raus. Boah, das ist richtig leicht. Also das AMS hätte man jetzt schwerer vorgestellt. Für alle, die es nicht wissen, Zusammenfassung, des AMS ist das Teil, da kommen bis zu 4 Rollen rein. Hoppala. Und in dem Teil wird es dann ein bisschen mit Luftfeuchtigkeit, das Silikagel drin, dass das nicht feucht wird, das Rollenzeug. Und damit kann er auch diese PLA-Wechselgeschichte, also Filament wechseln, dass man verschiedene Filamente verwendet, mehrfarbig drucken und so weiter. Er hat hier unten auch nochmal 700.000 Transportsicherungen drin. Alles wunderschön mit roten Pfeilen. Dann geht dieses Teil raus. Ich habe keine Ahnung, ob ich das noch brauche. Das sieht eigentlich viel zu hochwertig aus, als dass man das einfach wegschmeißen könnte. Da sieht man überall die roten Pfeile, überall ist eine Schraube. Dann schauen wir mal gleich weiter. Wir haben jetzt hier irgendwelche Folien, Bamboo Coolplate und Bamboo Coolplate. Zweimal die Bamboo Coolplate. Da haben wir die Bamboo Coolplate auch nochmal drin. Ist nochmal draufgeklebt und die geht aber auch nicht raus, so wie es ausschaut. Oder die müsste eigentlich rausgehen. Doch, geht sie raus. Genau, wir haben hier die Bamboo Coolplate und für PLA steht hier dabei. Und auf der Rückseite die Bamboo Engine Wing Plate. Die ist für PETC, ABS, TPU, PA und PC. Ist ein bisschen rauer. Die Coolplate ist total glatt. Und das Teil, wenn ich das jetzt richtig einschätze, ja, das Teil ist magnetisch. Also das tut da richtig schön magnetisch. Man kann das da hinten justieren. Plupp, und dann haut es das richtig magnetisch schön runter. Finde ich geil. Also das ist nicht magnetisch, dann ist das magnetisch, oder wie? Ja, der Untergrund ist magnetisch. Cool. Zwei als Reserve dabei. Da muss ich hier noch weiter schrauben. Hier sind noch viel mehr Schrauben drin. Da oben um den Druckkopf drumherum ist noch ein Karton. Da ist noch ein Schaumgummi drin. Das Display haben wir noch, das müssen wir noch montieren. Reingetan und nach links rüber geschoben. Klack, eingerastet. Ah, Folie abmachen. Wir gehen mit dem Kickstart-Guide ein bisschen weiter und schauen, was der von uns will. Wir haben das AMS rausgenommen. Da steht sogar, dass man es aufschrauben muss. Da hätten wir auch lesen können. Wir haben das AMS rausgenommen. Wir haben dieses Plastikteil raus. Wir haben den Karton runter. Wir haben den Schaumgummi runter. Als nächstes müssen wir hinten das AMS draufstellen. Da sind ganze hohe Schläuche dabei. Das AMS an sich, wie gesagt, sehr leicht. Komplettes Kunststoffteil und sieht im Prinzip so aus. Man hat da vorne die Motoren, die dann das Filament nach hinten geben und das dann nach hier hinten rausgeht und dann entsprechend beim Drucker vorne landet. Remove Plastic Bag. Ah ja, hier hat man nochmal ein Silikagel drin und das ist in einem Plastic eingepackt. Das sollte man natürlich auspacken, weil, ja, wenn da Plastik drumherum ist, kann es, glaube ich, eher schlecht Luftfeuchtigkeit aufnehmen. Jetzt tun wir da gleich eine Rolle rein. Ich will jetzt wissen, wie das ausschaut, wenn das da drin ist. Grau mit Kohlenfaser verstärkt, also mit Carbon. Da sieht man, wie viel noch drauf ist auf der Rolle. Und das da oben ist was total Wichtiges, Cooles, was ich mega finde. Und zwar ist das ein RFID-Chip, wo entsprechend eigentlich das Teil dann wissen sollte, das AMS, welches Filament wo drin ist. Da bin ich mal neugierig, ob das auch wirklich so funktioniert, wie sie es versprechen. Da bin ich noch ein bisschen skeptisch. Wir packen das CF einfach mal hier rein. Dreht. Sehr leicht. Perfekt. Wir packen das CF da rein. Und ich nudel das jetzt hier nochmal runter. Ich mag jetzt hier keine Kleberreste.
in meinem neuen 3D-Drucker drin haben. Das heißt, das schneide ich einfach ab und oben auf den Drucker drauf. Eigentlich der Hauptgrund für mich fürs AMS, nicht weil ich mehrfach drucken will oder so, sondern einfach weil ich es cool finde, dass ich nicht die ganze Zeit Filament tauschen muss. Das Teil kommt vermutlich da seitlich rein. Schon drin. So. Ach so, da hätte quasi da hinten wird dieser Winkel hinkommen. Da. Dann könnte man da eine Rolle drauf machen. Das Spannendste an sowas, das erste Mal einschalten. Das Ding braucht 1000 Watt, steht im Datenblatt. Wenn wir jetzt Pech haben, und das könnte tatsächlich sein, sitze ich gleich im Dunkeln, weil meine Sicherung das gar nicht packt hier. 1000 Watt. Schaut gut aus. Wir schauen mal, was wir machen müssen. Am Anfang Sprache auswählen. Deutsch. Ich werde es bereuen, aber wir machen es mal auf Deutsch. Vermutlich wäre Englisch die bessere Wahl. Wir haben hier eine ganze Horde WLANs. Ich gehe jetzt mal auf mein Ehio WLAN. Nachdem er mit dem WLAN verbunden ist, können wir hier auf Weiter klicken. Ich will jetzt aktuell noch keine Bamboo-Handy-App, gerade nicht. Ich nicht will. Zustimmen. Überspringen. Nichts verbessern. Der Drucker muss sich für die aktuelle Kalibrierung bitte schnell sichern, dass das Heizbett vor der Kalibrierung gelöst ist. Heizbett ist gelöst, auf jeden Fall. Weiter. Und dann ziehe ich ihm unten noch gleich. Den Schaumgummi raus. Er macht eine Frequenzmessung der Y-Dynamik. Also gerade erinnert mich der Ton so ein bisschen an meine Amiga-Zeit oder Nintendo-Zeit sogar eher. So ein bisschen Snake, Rattan and Roll erinnert mich das gerade. Kalibrierung abgeschlossen. Ich will aber jetzt nur normales PLA reintun. Oh! Ah, der nudelt das da rein. Macht er Dinge. Sollte das vielleicht mit... Komische Dinge macht er. Sollte das vielleicht mit dem CF auch machen. Ah, die da hinten können sie drehen oder was? Ha, macht jetzt beim CF auch. Genial. Interessant. Kalibrierung abgeschlossen. Weiter. Initialisierung abgeschlossen. Bitte vergewissern Sie sich, dass der Heißbett-Fixierschaum und das Trockmittel vor dem Druck entfernt werden. Habe ich gemacht. Vielleicht sollte ich da auch noch so ein Plate unterlegen, oder? Ich glaube, wäre vielleicht gar nicht so schlecht, wenn ich das Ding da drunter lege. Und ich muss da irgendwie diesen Kleber drauf machen, so wie es ausschaut. Also tun wir das auch noch schnell drauf. Einmal vollgeschlanzt, dann tun wir das jetzt da rein. Druck starten. Keine Ahnung, ob der jetzt was drucken will. Oder ob der jetzt schon drucken kann. Oder was er immer der jetzt macht. Wir schauen uns das mal an. Bambulab X1 Series. Ich würde jetzt mal davon ausgehen, so, jetzt schauen wir mal, ob hier einfach standardmäßig was drauf ist. Und ich würde jetzt hier gerne einfach standardmäßig irgendwas drucken, was drauf ist. Und zwar würde ich gerne diesen Klassiker drucken, und zwar dieses komische Schiff. Da, Benji. Ich kann da draufklicken. Dann sagt er PLA, er sagt A2. Er weiß also, in Position A2 habe ich PLA drin, mega, AMS verwenden. Bettnivellierung, Filamentfußkalibrierung, Zeitraffer. Er macht ein Zeitraffer-Video. Jetzt drucken. Vorheizen des Heizbettes. Theoretisch müsste... Oh ja. Da oben rödelt es anständig vor sich hin. Der weiß vermutlich auch, wann er so weit ist und so. Also wann das Filament da hat. Der sieht da unten, zeigt das sogar an. Ich habe hier graues Filament drin, ich habe hier grünes Filament drin. Wie geil ist denn das?
Es kommt vorne ein Filament raus. Er hat das auch gerade abgewischt mit dem Wischer, der sich da hinten befindet. Automatische Bettnivellierung. Da fängt er da ganz vorne an und jetzt druckt er da Vogelwild hin und her. Und da geht jetzt mit dem LiDAR-Sensor, schätze mal, drüber und kalibriert die Druckmenge. Ja. Und jetzt beginnt er mit dem Benji. Die ist mega, die erste Schicht. Und er sagt, er braucht 19 Minuten, bis er fertig ist. Ein wichtiger Faktor bei so einem 3D-Drucker ist für mich die Lautstärke. Ich finde es noch vertretbar, was ich gerade am lautesten finde, am nervigsten finde, ist eigentlich, ich schätze mal, die Umgebungsbelüftung oder so. Ich glaube, der hat da gerade eine Umgebungsbelüftung laufen und ich glaube, dass das ist, was ich gerade am extrem nervig lauten finde. Ich mache jetzt einfach mal auf. Ich hoffe, der eskaliert nicht, wenn ihr aufmacht. Er ist innen drin extrem laut und es ist die Umgebungslüftung mit dem Aktivkohlefilter. Aber nur damit ihr jetzt mal ein Gefühl kriegt, wie schnell das ganze Teil ist. Also diesen Infill, den schießt er in nichts drüber. Ne? Die Außenkonturen fährt er schön langsam ab. Und dieses Infill, das schießt er weg wie sonst was. Das ist völlig irre, was der da macht. Absolut Hammer. Ich finde es übrigens schön, dass ich den Kleber aufgetragen habe, und zwar hier mittig, und der Benji da drüben drückt. Jetzt zieht das Filament sogar wieder zurück. Komplett. 26 Minuten hat er gebraucht. Ich habe es euch jetzt doch ein bisschen, 12,8 Gramm Filament, ich habe es euch jetzt doch ein bisschen im Zeitraffer abgespielt, weil es einfach sonst viel zu lange gedauert hätte. So, wir schauen es uns mal an. Ich finde es ja, wie ich so gesagt, total witzig. Ich habe ihm hier den Kleber hingeschlonzt, weil ich dachte, er druckt sicher mittig, er hat es aber da gedrückt, das Benji. Wir schauen uns jetzt mal schnell an. Er hat hier diese Kalibrierung gemacht, diese Flusskalibrierung, und er hat da hinten einmal irgendwas gedruckt. Ich glaube, damit er einfach das Bett nochmal kalibrieren kann. Er hat auch hier überall ganz viele Punkte gemacht gehabt, damit er das Bett ausrichten kann und so weiter. Und hier haben wir das Benji. Das Ding ist weich an sich, das heißt, ich kann das vermutlich ein bisschen aufbiegen. Das macht Block und dann geht es schon runter. Da ist ein bisschen Kleberrest. Das hält auch hier vorne bombig, also man braucht hier, glaube ich, echt keinen Kleber verwenden dafür, dass es trotzdem funktioniert. So sieht es aus, das Benji. Das gefällt mir nicht so ganz. Ich weiß nicht, ob das so gehört, dass da die Luft dazwischen ist. Gleich negativ beanstanden, aber ansonsten schaut es euch mal an. Wie weit macht die Kamera scharf? Schaut es euch mal das Ding an, und es ist jetzt einfach so der allererste out of the box 3D-Druck ohne Optimierung, ohne alles. Also ich bin schon angetan, muss ich sagen. Also das ist schon schön, ne? Da drin sogar mit dem Steuerrad und so noch dabei. Ich finde es cool. Perfekt. Das war's mit dem Video zum Bamboo X1 Carbon. Kann man ihn da oben eigentlich ausschalten? Cool. Was ist das rote für ein Knopf? Oh, der Lüfter nervt. 000. Was ist das für ein Lüfter, der hier so nervt? Schalt mal ganz aus, dann hat's ausgenervt. So. Das war das Video zum Carbon X1 Carbon vom Bamboo Lab. Ich hoffe, es hat euch gefallen, das Video. Schreibt mal Kommentare dazu, was ihr davon hält. Was sagt zu dem Drucker? Wie findet ihr den? Habt ihr Bewertungen gelesen dazu? Oder was habt ihr da für Vorstellungen von dem Drucker? Schreibt es gerne in die Kommentare. Wir werden den bald öfter sehen, weil ich den vermutlich halt auch
jetzt auch im Stream auf Twitch, Link in der Beschreibung unten und überall im Einsatz haben werde, wenn wir für die Senseo oder was auch immer irgendwelche Teile brauchen. Ich freue mich mächtig drauf. Ich bedanke mich fürs Reinschauen. Haut ein paar Daumen raus und Kommentare und bis zum nächsten Video. Danke und ciao.